und so weiter und so weiter ähm, und ja, es gibt ein richtig schönes äh, Mail, das ich mir heute vorlese über Polarität. Ähm, wir haben aufgrund des äh, für uns wirklich unerhofften überwältigenden äh, Verkaufs von Lesungstickets, haben wir eine zweite Lesung jetzt in Berlin am 4. Juni, ähm, könnt ihr wieder buchen <laughs> und es gibt die noch in Jena und wir basteln auch an einer in Hamburg. Äh, ansonsten wer jetzt ganz konkret coole Lesungslocation kennt, das ist wirklich erstaunlich schwierig. In der größeren Stadt kann sich ja noch mal melden: äh, e und dann freue ich mich euch bei der Lesung zu sehen auf jeden Fall. Neues Buch kommt am 11.04. raus. So, lieber Christian, ich habe das Gefühl, aktuell ist Polaritätswoche bei dir. Also eine Dame hier, die Anna Tifkula. Und genau zu diesem Thema hätte ich auch eine Frage. Ich habe schon jeher sehr viel, Anführungsstrichen, männliche Anteile in mir. So scheint es zumindest nach außen. Ich war als Kind ein Wildfang, habe mir nie etwas sagen lassen und bin oft mit anderen angeeckt. Insbesondere mit männlichen Autoritätspersonen hatte ich als Jugendlicher große Schwierigkeiten. Lehrer, Polizisten, Ups, Bademeister und so weiter. Äh, Wut ist in meinem Leben schon immer eine sehr präsente Emotion. Ja, das ist ja, muss jetzt nicht zwingend ähm, was mit männlichen Geschichten zu tun haben. Das kann auch das rebellische innere Kind sein, ne? Muss man auch mal dran denken. Ähm, beziehungsweise, ich habe ja jetzt diese, werde ich auch noch mal Videos zu machen, diese Fortbildung gehabt mit inneren Anteilen. Man wird das eigentlich. Eher, äh, also aus dieser Sicht, dieser Geschichte mit dem inneren Team würde man das so Wächteranteile nennen, äh, die vielleicht verletzlichere innere Kindanteile schützen. So. Mm. Oft reagiere ich mit Wut, wenn ich eigentlich traurig bin. Ja, genau, genau das meinte ich gerade. <laughs> Wo das herkommt, liegt auf der Hand. Mein Vater ist ein sehr bedrohlich wirkender, sehr autoritär wirkender. Eisklotz, das ist super, wenn die Katze hier direkt vor der Mail lang rennt. Dann kann ich gar nichts sehen. Oh. Ähm, so, jetzt muss ich mal gerade wieder gucken. Also, Eisklotz waren wir von einem Mann. Er ist Missbrauchsopfer, brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Und dieses Männerbild habe ich früh für mich abgelehnt. Ich habe mich als äh, Pubertierende von hypermaskulinen Männern und Machotypen komplett abgestoßen gefühlt und stattdessen auf die scheinbar gefühlvollen Poeten. Ach, die Poeten. So. Ja, also das ist jetzt insofern, ich hätte erst gedacht, wofür ist denn das wichtig, aber es ist tatsächlich für den weiteren Verlauf der E-Mail erstaunlich wichtig, glaube ich, weil dein Vater dir, glaube ich, mit also, du kannst verstehen, ob es mit Recht oder nicht, will ich es gar nicht sagen, aber ich kann verstehen, dass er dir beigebracht hat: sei stark, sei wehrhaft, sei nicht schwach, so, ne? Vermute ich mal. Gleichzeitig hat mir mein Vater aber auch vermittelt, wie wichtig es ist, stark zu sein. Ja, genau. Ich glaube, er wollte nicht, dass ich jemals selbst zum Opfer werde und dafür bin ich ihm auch ein Stück weit dankbar. Ich bin nun in den 30ern, und hatte im Erwachsenenleben erst zwei jährige Beziehungen, beides mit Männern, die rückblickend betrachtet nicht in ihrer Polarität waren. Oder vielleicht waren sie es, vielleicht kamen sie aber gegen meine krass männliche Energie nicht an? Beides intellektuelle Männer, die toll über ihre Emotionen reden konnten und mit denen ich fast alles gemeinsam hatte. Quasi die besten Kumpels. Auffällig ist, dass ich bei beiden die Initiative ergriffen habe. Da hätten wir mir direkt die Alarmglocken geschrillt. Also bis hierhin könnte man sich ja noch die Frage stellen: Bist du vielleicht gerne? Das gibt es ja. In der männlichen Polarität im Dating äh, und liebst dann auch Männer, die in ihrer weiblichen Polarität sind. Ne? Das gibt es ja alles. Ähm, und dann wäre alles gut, aber dann wird es kein Leiden geben daran. Ne? Gucken wir mal weiter. Mhm, mit beiden weiß du, so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, die Beziehungsgestaltung übernehmen zu müssen. Ich war die, die den Ton angab, die die Mission hatte und die Probleme löste. Ja, das ist jetzt ein super Beispiel, wenn eine Frau im Dating, sonst ist es uns ja ist ja eh wurscht. Komplett in der männlichen Polarität ist, ne? Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ähm so... Alles lief immer nach meinen Vorstellungen. Ich hatte über alles die Kontrolle und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich die Starke sein muss. Dabei wünschte es und wünschte ich mir auch, heute insgeheim mich irgendwo anlehnen zu können. Ja, jetzt geht nämlich los, dass es vielleicht doch nicht deine bevorzugte Polarität ist. Ne? Auch äh, Bunga-Bunga-mäßig gab es Schwierigkeiten. Je krasser diese Dynamik wurde, desto mehr fing ich an, mich zu beschweren und die Beziehung in Frage zu stellen. Und das ist jetzt eine Frau, die nicht in ihrer Polarität ist. Die reagiert so und an dem Punkt weiß ich jetzt, dass du eigentlich in deiner weiblichen Polarität daten möchtest und nicht in der männlichen. So sehr du das auch immer geliebt hast, ähm, würde ich jetzt aus der Mail hören, dass du dich sehnst, danach in der weiblichen Polarität zu daten. ne? Und äh, da steht vielleicht seine Kindheit halt so ein bisschen im Wege, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und also, das heißt, um deine weibliche Polarität zu erfahren, musstest du einen Mann in der männlichen Polarität daten. Und gleichzeitig ist da aber wieder so ein Wächteranteil, der vielleicht sagt: Nein, du darfst die äh, starken Männer nicht daten, weil die starken Männer. Äh, Weiß ich nicht, sind haben toxische Männlichkeit, äh, machen Quatsch und was weiß ich und deswegen darfst du das nicht so. Ne? Und da müsstest du mal gucken, ne? weil da ähm, blockierst du dich wahrscheinlich selber, vermutlich mal. Ja, mich beiden habe ich mich irgendwie gefühlt wie das vorne deine maulende tyrannen -Vibe. Und das ist genau eine Frau, die, nicht in ihrer, die in einer Beziehung ist und nicht in ihrer Polarität sein darf. Ne? Das ist genau das klassische Beispiel. Und ich kann dir sagen, das hört sich absolut schrecklich an. Ich habe mich deshalb vollkommen fertig gemacht, weil, es nicht, weil ich nicht so sein wollte. Ja, auch das ist eine schöne Beschreibung, weil das liegt teilweise ein bisschen außerhalb der eigenen Steuerbarkeit. Also, wenn ein Mann nicht in seiner Polarität ist und die Frau möchte aber in ihrer weiblichen sein, dann kann sie nicht anders. Äh, gut, sie kann natürlich immer anders, äh, aber. Ähm, dann ist es wirklich schwer dagegen anzukommen, nicht unzufrieden zu werden zu maulen, weil man ist unzufrieden, ne? Meine Güte. Und auch dieses Tyrannische ist, dass wenn man so will, ist das so eine negative Weiblichkeit, wenn, wenn eine Frau nicht in ihrer Polarität sein darf, ne? Oh, Mann, die Katze, ey. Ich schmeiß dich raus, ey. So, jetzt gehen wir woanders hin. So. Uh, gefühlt war es so, je mehr der Mann nach meiner Pfeife tanzte, desto gemeiner und fordernder wurde ich. Ja, genau so ist das. das ist, genau so ist es. Also, wenn ihr das habt, dann wollt ihr in eurer weiblichen Polarität sein und uh, müsst aber in eurer männlichen sein. Im Dating, ne? es geht nur um Dating ne? oder Beziehung. Ähm, so. In meinem Kopf war ich die maulende Material Materialche mit dem Nudelholz in der Hand, die ihre armen, herzensguten Männer malträtiert, um es mal übertrieben darzustellen. Von beiden Männern habe ich mich getrennt, immer mit dem Gedanken, etwas ganz Tolles aufgegeben zu haben. Nee, es ist nicht das, was du eigentlich leben willst. Also, da bin ich mir ganz sicher, ne? muss ich schon sagen. Also, insofern gut. Und jetzt nur die Frage, wie kannst du mal andere Männer daten? Ne? Äh, schließlich haben mir die beiden jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Das ist äh, auch. So ein, müsste ich auch mal, eigentlich auch mal ein Video machen, so ein Mythos, der von den Medien immer wieder getrieben wird. Äh, also Medien meine ich jetzt auch Bücher mit und alles, äh, dass ein Mann, der der Frau jeden Wunsch von Augen abliest, dass das irgendwie das wäre, was Frauen immer wollen. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Äh, wir gucken ja gerade auch gerade wieder so ein bisschen Love Island ist eigentlich relativ langweilig, aber da ist auch so ein ganz netter. Mann drin, der einfach überhaupt keinen Stich kriegt. Und alle sagen immer, ist der Netteste in der Villa, ist der Netteste in der Villa. Aber Nice Guy finishes last, ne? oder wie heißt das? Das ist echt eine Scheiße, wirklich. Aber von meiner Seite fehlte dann die Anziehung, vor allem mochte ich mich selber nicht mehr leiden. Nun äh, scheine ich mit meiner dominanten Art aber genau jene Männer anzuziehen und habe auch die Vermutung, dass ich Männer, die sehr mit ihrer männlichen Autor Polarität identifiziert sind, irgendwie als bedrohlich empfinde. Ja, habe ja schon ein bisschen was gesagt, wie das scheint, sehr naheliegend zu sein, dass das alles zusammenhängt. Hm. Mir ist meine Autonomie super wichtig, denn ich kann es nicht haben, wenn mir ein Mann die Tür auffällt oder ich auf irgendeine Art das Gefühl be vermittelt bekomme, schwächer zu sein als der Mann. Ja, aber da dürftest du mal deine Glaubenssätze angehen. Kannst, könnt ihr auch, mal habt ja auch noch diesen Glaubenssätze-Kurs, der wird immer so ein bisschen vergessen, das ist eigentlich ein echt cooler Kurs. Ähm, kann ich hier vielleicht auch nochmal drunter packen, wenn ich es nicht vergesse, sonst findet ihr ihn auf Liebeschip. Äh, und wenn ihr mal Kurse nicht findet, könnt ihr auch immer an Support schreiben, manchmal sind nicht alle online. Ja, äh, Glaubenssätze mal überprüfen, ob das denn so ist. Also nur, weil der weil dich ein Mann verehrt und dir die Tür aufhält ähm, hat das natürlich nichts damit zu tun, dass du nicht autonom sein darf oder nicht stark sein darfst. Ne? Das hat da gar nichts mit zu tun, ne? Aber ich vermute, dass es gar nicht am Tür aufhalten liegt. Also, wenn wirklich ein polarer Mann, die ab und zu mal die Tür aufhält, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber dieses, wenn sozusagen der Mann ständig in diesem Mode ist, ich lese jeden Wunsch von Augen ab, das fuckt ich, glaube ich, ab, ne? Uh, und jetzt kommt's, obwohl ich mir, wie gesagt, insgesamt wünsche, mal die Kontrolle abzugeben und um mich voll auf jemanden verlassen zu können. Ja, Kontrolle abgeben ist immer so ein typischer Wunsch in der weiblichen Polarität, ne? Uh, und man gibt die Kontrolle natürlich nur ab, wenn man sich sicher fühlt. Das macht jede Frau so. Und du fühlst dich aber leider aufgrund deiner Prägung durch deinen Vater vielleicht auch uh, auf eine Art nicht sicher, dass es dir total schwerfällt. Aber das, Vielleicht musst du auch mal dieses Päckchen da an deinen Vater zurückgeben, ne? Irgendwie, was du da scheinbar noch trägst. So, ne? äh, genau. Nun wirst du mir sagen, dass ich an meinem Selbstwert arbeiten und meinen Liebeschip umprogrammieren soll. Also, ob du jetzt ein Selbstwertproblem hast, das kann ich ja gar nicht rauslesen. Ich hoffe, es ist klar geworden, wo ich den Punkt so sehe. Schon klar, ich bin seit Jahren in Therapie. Ich bin mir aber sicher, dass ich trotz allem immer eine stark und sehr dominant auftretende Frau bleiben werde. Äh, hast du einen Tipp für mich, wie ich trotz dessen erste Schritte in weibliche Polarität machen kann? Ja, ich wollte ja immer, ob ich vielleicht mit äh, der Eilin auf man ein Seminar machen zu so weiblicher Polarität. Ähm, das könnte ich mir jetzt so äh, alleine. da müsste auch eine Frau dabei sein und vielleicht wäre das mal was. Aber gut, ähm, ich will jetzt nicht in deine, also du bist ja. Machst da ja irgendwas, ich weiß es nicht, was ihr da macht, aber wie gesagt, ich würde diese Glaubenssätze mal angucken, die dich davon abhalten, deine weibliche Polarität genießen zu können. Also mit Selbstwert, das glaube ich nicht zu tun. Und ich kann nur immer wieder sagen, also Selbstbewusstsein ist natürlich auch für eine Frau voll in der Polarität. Ne? Selbstbewusst und hohe Standards haben, äh, ne? das gehört auch als Pol Polarität dazu, das musst du ja nicht aufgeben. auch autonome Züge haben wollen, äh, sondern aber, dass du dich entscheiden kannst und darfst im richtigen Moment die Kontrolle an Mann abzugeben. Also da müssten, wie gesagt, ich glaube, da müsstest du so Wächteranteile haben, äh, die dann sagen, nein, 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 das ist gefährlich, und die müsstest du identifizieren und angucken und dann nicht einfach drüber weggehen, sondern ja, mit denen reden und sagen, okay, wie machen wir es denn jetzt? Ist ja schön, dass, dass ihr mich beschützen wollt, aber es ist einfach ein bisschen zu viel. Mit denen reden und verhandeln. Vielleicht kannst du das ja auch da machen in der Therapie. Ähm, was die brauchen und dass die diese so mal ein bisschen an die Bar gehen und chillen, ne? Diese Anteile in dir, weißt du? So, die müssen ja nicht raus oder so, ne? Auch ohne das Gefühl zu haben, dass ich dadurch schwach sein könnte. Ja, wie gesagt, das, also den Weg habe ich, glaube ich, jetzt skizziert. Ähm, mehr kann ich aus dieser Mail auch nicht rausziehen. Ich kenne dich ja nicht. Und auch noch ohne weitere 20 Jahre Therapie, ja, natürlich. <laughs> Man muss sich immer für alles Therapie machen. Ähm, aber vielleicht hilft dir das ein bisschen, was ich hier ge gesagt habe. Und vielleicht guckst du auch mal in den Kurs zur weiblichen Polarität. Ähm, und wie gesagt, vielleicht machen wir auch mal so ein Angebot in die Richtung im Sommer. Ich würde das eigentlich, da wird ja so viel nachgefragt. Überhaupt, wenn euch ein Buch darüber interessieren würde, ich würde ich ja mein viertes Buch zu dem Thema zu schreiben. Uh, könnt ihr auch gerne mal drunter schreiben, nicht nur ob ihr das cool findet. Das finden, glaube ich, viele cool. Auch was welche Fragen euch besonders interessieren würden, das könnt ihr gerne mal drunter schreiben. Wo und wie kann ich da bei mir selbst anfangen? Welche Dating-Regeln sollte ich strikt befolgen, wenn ich nicht wieder in die gleiche Beziehungsdynamik geraten will? Danke für deine tolle Arbeit. Äh, Karinowskola. Ja, also grundsätzlich sollte es natürlich andere Männer daten. Ich, äh, abgesehen von dieser Psychodynamik, einfach mal dich trauen stärkere Männer äh, zu daten ohne natürlich jetzt dass, dass das dann irgendwie Bad Guys sein sollen und ähm, ja dich mal die mal klar zu machen vielleicht kannst du auch äh, den Dating Kurs für Männer auch mal holen dass du mal siehst wie ist ein Mann in seiner Polarität ne äh, was ich gerade so ganz gerne empfehle ist mal so dieses Bridgerton bei Netflix mal zu gucken weil da werden reihenweise Menschen in ihrer Polarität gezeichnet, was auch den großen Erfolg, glaube ich, dieser Serie ausmacht. Und ähm, da sieht man auch viele, also wie Polarität da sein kann, auf ganz verschiedene Weisen. Finde ich eigentlich ein super Beispiel, und das überhaupt nichts mit Schwäche zu tun hat. Ne? Da sind auch sehr machtvolle, starke Frauen, die trotzdem voll in ihrer Polarität sind. Äh, ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, finde ich. Und ja, aber irgendwie müssen wir es immer andere Männer daten, dass du überhaupt mal diese Erfahrung machen kannst. Also da müsste ein Mann wirklich so viel Sicherheit und Stärke bieten, also noch mehr als also für dich jetzt speziell müsste der noch eine Schippe drauflegen, dass du wirklich sagen kannst, okay, na, jetzt kann ich loslassen und jetzt kann ich mal die Kontrolle abgeben so, ne? Jetzt fühle ich mich wirklich so sicher und der gibt mir so viel Stärke hier, jetzt geht das. Aber ja, sei auch dankbar für diese vorsichtigen Anteile, die meinen ja auch nur gut mit dir. In diesem Sinne hoffe wir sehen uns auf der Lesung und bis bald. Ciao.